Ahoi Leute und herzlich willkommen zu dieser Review von My Hero Academia Kapitel 290 und dieses Kapitel ist eines dieser Kapitel, wenn nicht sogar das Kapitel, für die ich diese Reviews hier mache. Ich habe euch ja schon gesagt, immer wenn krasse Kapitel kommen, die mich flashen, dann wird es Zeit, dass ich dazu eine Review bringe. Und dieses Chapter hat mich, glaube ich, so sehr geflasht wie noch kein anderes My Hero Academia Chapter, weil es einfach wirklich von vorne bis hinten so gut aufgebaut wurde. Und das, obwohl etwas passiert ist, mit dem wohl die meisten von uns eigentlich schon gerechnet haben. Ihr seid gewarnt vor Spoilern, falls ihr nicht auf Kapitelstand von Kapitel 290 sein solltet. Wir reden jetzt über dieses Kapitel. Ja, Leute, My Hero Academia Kapitel 290. Was soll ich euch sagen? Es ist revealed worden, was eigentlich schon jedem von uns natürlich die ganze Zeit offensichtlich war. Jeder von uns hat ehrlich gesagt schon gewusst, wer Dabi ist. Das war genauso offensichtlich wie damals bei Naruto, als man sich gefragt hat, ist Obito in Wirklichkeit Tobi, Obito und so weiter und so fort. Und so ist es jetzt bei Dabi natürlich auch gewesen. Jeder hat sich schon gedacht, dass das wahrscheinlich Toya ist, der Sohn von Endeavor und der Bruder, der große Bruder, der älteste Bruder, muss man ja sogar sagen, von Shoto. Und ja, Leute, es ist so. Aber etwas ganz Wichtiges ist passiert. Man kann jetzt sagen, okay, das ist vielleicht gar nicht so krass, war doch offensichtlich, aber wartet, Leute. Was krasses ist einfach, wie Horikoshi diesen Reveal gemacht hat, wie er das Ganze aufgebaut hat, wie er ein ganzes Chapter dafür genutzt hat und dieses Chapter von vorne bis hinten einfach so perfekt aufgebaut war, dass ich persönlich im Stream saß und mir einfach nur gesagt habe, das ist doch einfach nicht mehr normal, was hier abgeliefert wird. Aber kommen wir mal zum Kontext in diesem Chapter. Wie gesagt, die Villain League ist jetzt quasi da, Gigantomachia ist auch am Start und ja, Shigaraki wird jetzt gerettet. Das war auch etwas, was ich schon vor Wochen gesagt habe, dass es letzten Endes eh darauf hinauslaufen wird, dass ja, Shigaraki überleben wird, dass er gerettet wird. Und so ist es jetzt letzten Endes auch gekommen. Midoriya kann nicht mehr viel machen, beziehungsweise Izuku kann nicht mehr viel machen. Ende war, pustet auch aus dem letzten Loch, hat ein Loch in einem Lungenflügel einfach mal so und ist auch quasi schon fast komplett am Ende. Aber dann taucht, wie gesagt, Dabi auf. Aber Dabi hat sich eine ganz besondere Show ausgedacht, Leute. Er hat sich so eine krasse Show ausgedacht, denn Dabi hat im Vorhinein ein Video aufgenommen, welches er landesweit in ganz Japan ausstrahlt. Und eine ganz besondere Person sieht dieses Video auch, nämlich Dabis Mutter, beziehungsweise die Mutter von Shoto und die Ehefrau von Endeavor. Nämlich ein Video, in dem er dasteht und davon berichtet, was sein Vater getan hat, was Endeavor getan hat. Dass Endeavor ihn eben scheiße behandelt hat, weil er ein fehlgeschlagenes Experiment gewesen ist. Weil Dabi natürlich offensichtlich, wie wir alle wissen, die Eisfähigkeit nicht bekommen hat, sondern er hat auch wieder nur eine Fähigkeit bekommen. Und das ist die Feuerfähigkeit. Und während Shoto das perfekte Exemplar ist, das ist, was Endeavor als Experiment haben wollte, eben Eis und Feuer, währenddessen ist Dabi eben nicht das vollendete Werk. Und das hat Dabi wirklich schon von Kindesbeinen an leiden lassen. Und er hat hier auch gesagt, dass er zu Natsuo immer gegangen ist, also quasi seinem kleinen Bruder, aber der gleichzeitig natürlich auch der ältere Bruder von Shoto ist und immer geweint hat, nächtelang zu ihm gekrochen ist, wortwörtlich hat er das so gesagt, und geweint hat und es nicht ausgehalten hat. Und das ist einfach so heftig aufgebaut worden. Ich frage mich, was die Mutter jetzt wohl denkt, denn die sollte eigentlich entlassen werden. Ja, ob sie da jetzt noch entlassen werden kann bei dieser krassen Scheiße, die abgeht. Aber das ist eben nicht alles. Was Dabi eben, oder sollte ich ihn jetzt Toya nennen? Ich weiß gar nicht, schreibt mal gerne in die Kommentare. Wie nennt ihr ihn jetzt? Nennt ihr ihn weiterhin Dabi? Nennt ihr ihn jetzt plötzlich Toya? Wie nennt ihr ihn? Also ich finde, Dabi ist irgendwie so sein Name. Es ist sein Villain-Name, könnte man ja auch so sagen. Von daher, ich finde, der Aufbau war super gut. Vor allem, weil er ja einfach wirklich wie so ein, ja, wie so ein Showmaster, ich habe schon auf Twitter gesehen, einige vergleichen ihn mit dem Joker. Horikoshi hat sogar eine Szene in diesem Chapter gemacht, die wahrscheinlich an den Joker-Film angelehnt war, wo man so richtig sieht, wie sich Toya so zurücklehnt und so richtig krass gemacht, wie er sich auch freut, was er jetzt gerade tut. Denn das Ziel von Dabi ist es nicht, und nicht unbedingt Endeavor zu töten. Er hat gesagt, vielleicht wäre es eine gute Strafe für Endeavor, wenn er Shoto tötet. Übrigens seinen eigenen kleinen Bruder. Ja, wenn er ihn töten würde, weil das ja das Exemplar ist, das Produkt ist, was Endeavor die ganze Zeit wollte. Aber Endeavor ist ja dann quasi zum Helden Nummer 1 geworden. Er hat das geschafft, was er die ganze Zeit wollte. Und als das passiert ist, hat sich Dabi gedacht, nö, da brauche ich Shoto gar nicht mehr killen. Denn Endeavor hat ja erreicht, was er immer erreichen wollte. Und so könnte er vielleicht den Fokus auf was anderes
lenken. Wir haben auch daraus herausgefunden, dass die Nomus am Ende von Staffel 4 war es ja der Nomo, als Hawks auch mit dabei war. Den hat Dabi beispielsweise auch auf Endeavor gelenkt. Natürlich alles, um ihn zu schwächen, um ihn zu testen, um ihn leiden zu lassen. Ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll. Aber der Reveal, der jetzt hier letzten Endes von Dabi gemacht wurde, ist, glaube ich, für mich das Entscheidende in diesem Chapter. Denn umso mehr er davon geredet hat, was Endeavor ihm angetan hat und was er auch seinen anderen Kindern antut. Denn er hat nicht unbedingt prinzipiell gesagt, dass er das anderen Kindern nicht antut. Ich meine, man sieht es an Shoto. Shoto hat seine verbrannte Gesichtshälfte. Da hat sein Vater natürlich nicht unbedingt was mit zu tun, aber schon irgendwo passiv was mit zu tun. Aber dass er eben kein guter Vater ist, das ist ganz klar. Er hat aber gemerkt, dass Endeavor hier so ein bisschen Wiedergutmachung will. Er will in die Zukunft gucken und er will die Vergangenheit hinter sich lassen. Das ist so das Credo von Endeavor. Er möchte es wieder gut machen. Und das hat Dabi auch gemerkt. Das hat er bei den Geschwistern gemerkt. Und wir haben ja auch in vor vielen Chaptern, haben wir Natsuo, den Bruder, den mit den weißen Haaren, für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, der hat ja damals noch gesagt gehabt, dass das nicht so einfach ist, dass er Endeavor nicht so einfach verzeihen kann. Und jetzt wissen wir warum, weil er natürlich hier Dabi im Hinterkopf gehabt hat und weiß, was passiert ist, wie Dabi gelitten hat. Und vor allem hat er Dabi ja auch verstoßen. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist bei Endeavor. Glaubt er, Dabi ist tot, beziehungsweise Toya ist tot, oder was ist da passiert? Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Chaptern auch noch genaueres zu erfahren, aber das war super gut aufgebaut. Und letzten Endes ist die wichtige Message, ganz wichtige Message, die Dabi an Endeavor richten wollte, ist eben, dass die Vergangenheit einen immer einholt. Egal wie sehr man versucht, in die Zukunft zu blicken, die Vergangenheit bleibt geschehen und die holt einen ein. Und das ist genau die Message, die meiner Meinung nach, so interpretiere ich das zumindest, ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben, aber das ist so meiner Meinung nach das, was Dabi hier zum Ausdruck bringen will. Er möchte Endeavor nicht mal unbedingt körperlich zerstören, sondern er möchte Endeavor eher psychisch zerstören. Er möchte seinen Ruf zerstören. Er möchte seine Psyche zerstören. Er möchte sein Selbstgefühl, sage ich jetzt mal so, zerstören. Denn Endeavor ist gerade an dem Punkt angekommen, wo er sieht, hey, mein Sohn ist hier, er gibt sich zumindest Mühe, zumindest mir eine neue Chance zu geben. Seine anderen Kinder versuchen das hier und da. Fuyumi, die Tochter, die sowieso. Aber er versucht sein Leben quasi wieder, er versucht ein besserer Vater zu sein, ein besserer Mensch zu sein. Aber Dabi ist jetzt hier erschienen und hat das gemerkt und steht jetzt voll und ganz dafür, um zu sagen, Endeavor, nein, du wirst keine zweite Chance kriegen, denn du hast keine zweite Chance verdient, denn deine Vergangenheit, ich bin deine Vergangenheit und ich hole dich heute ein und zerstöre quasi deine Karriere und dein Ansehen in der Gesellschaft, indem ich allen sage, was du getan hast. Nummer 1 Held, dass gerade du als Nummer 1 Held solche schmutzigen und hinterhältigen Sachen gemacht hast mit deinen eigenen Kindern, mit deinem eigenen Fleisch und Blut, das ist das, was Dabi hier versucht zu fabrizieren und das ist einfach nur richtig heftig von Horikoshi hier umgesetzt worden. Für mich ein glasklares 10 von 10 Chapter. Eines der besten My Hero Academia Chapter, wenn nicht sogar das beste Chapter, was ich bisher gelesen habe. Generell dieser ganze Arc, den wir haben in My Hero Academia bis jetzt. Es ist einfach ein Top-Arc, Leute. Ich weiß nicht, wie Horikoshi das in zukünftigen Arcs irgendwie wieder überbieten will. Wie will er das machen, Leute? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, weil es einfach so stark aufgebaut worden ist von ihm. Von vorne bis hinten. Klar, My Hero hat immer mal wieder seine schwachen Arcs, gerade wenn es in der Schule spielt. Aber wenn es außerhalb der Schule geht, wenn es wirklich ums Überleben geht, ist My Hero Academia ein absoluter Top-Anime. Auch wenn er hier und da generische Sachen macht, das ist doch vollkommen egal. My Hero Academia unterhält und My Hero Academia macht diesen Arc unglaublich heftig. Und gerade das zu schaffen, das ist ganz wichtig, Leute. So etwas zu schaffen, einen Reveal zu machen von einem Charakter, bei dem eigentlich die ganze Community, eigentlich schon die Community bei Staffel 2 oder 3 wusste, dieser Typ ist zu 99,9% der verloren gegangene Bruder von Shoto. Alle wissen es, aber die Bestätigung ist nicht da. Und dass es dann trotzdem so aufgezogen wird, dass man sich als Leser denkt, heilige Scheiße, was ist denn hier passiert? Was hat sich Horikoshi denn hier ausgedacht? Das ist einfach absolut lobenswert. Und das muss ich einfach mal so sagen. Da muss ich My Hero Academia wirklich absolut Props geben. Sehr, sehr stark umgesetzt. Sehr, sehr starkes Chapter. Eines der stärksten Chapter überhaupt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht, ob jetzt hier letzten Endes Endeavor tatsächlich stirbt. Einige sehen über Endeavor ja den Todesengel und sagen, der wird diesen Arc nicht überleben. Andere sagen wiederum, nee, der soll gerade überleben, weil er eben quasi leiden soll unter seinem schlechten Image, unter seiner Vergangenheit. Er soll leiden. Das ist viel schlimmer für ihn, als wenn Dabi ihn jetzt umbringen würde. Was denkt ihr? Wie geht das Ganze aus? Und vor allem, wird jetzt Shigaraki fliehen mit Gigantomachia und Dabi? Oder was passiert? Kommt es noch zu einem Kampf? Ich wüsste nicht, wer
wer da noch großartig von den Helden kämpfen soll. Aber da müssen wir auch mal weiter abwarten. Wie gesagt, eure Meinung zu dem ganzen unglaublich heftigen Chapter unten in die Videobeschreibung. Ich würde mich jetzt freuen, Leute, wenn ihr gerne einen Daumen nach oben da lasst, das Ganze mal nach oben ballert hier und auch gerne, falls ihr noch nicht Abonnent hier bei mir seid, euch für My Hero Academia interessiert, gerne einen Daumen da lassen, inklusive einem Abo. Das wäre doch ganz fein, Leute. Dann mache ich die Reviews vielleicht noch regelmäßiger. Ich meine, ich mache immer so, immer wenn krasse Chapter sind, alle 2-3 Wochen kommt meistens immer so ein Chapter. Deswegen, falls ihr Bock drauf habt, gerne mal rein supporten, dann zeigt ihr mir auch, dass ihr da Bock drauf habt. Soziale Medien auch alle unten. Schaut unbedingt auf Twitter vorbei, falls ihr mir da noch nicht folgt. Da bleibt ihr immer up to date bezüglich Attack on Titan und all den anderen Sachen bezüglich Anime. Und ja, Leute, ich habe jetzt ziemlich heftig gelabert hier am Stück, oder? Und das ist ein One-Take, Alter. Ich brauche nicht mal was schneiden. Ich glaube, ich bin gerade über mich selbst hinausgewachsen, weil ich einfach so drin bin in diesem Chapter. Ich habe dieses Video, diese Review hier auch nach dem Stream aufgenommen, direkt, wo ich die Eindrücke quasi noch frisch habe. Das war mir einfach ein Ding, obwohl wir gerade schon ultra spät haben und gleich 0 Uhr haben. Aber das ist auch vollkommen scheißegal, Leute. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Schreibt einfach Kuss in die Kommentare, an euren Kommentar oder so. Und dann, ja, ich weiß nicht warum, Kuss ist auch scheißegal, Leute, aber dann weiß ich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. In dem Sinne, Leute, haut da rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Haut da rein und Küsschen.